Jo, was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost of Tsushima. Weiter geht's, so let's go. Oh, shit. Oh, fuck, man. Ich bin ausgefallen, bis du hältst auch gar nichts aus, Bitch. Warte her. Tsushima braucht jeden. Danke. Jo, bin fast selber zu geil. What the fuck, der ist hart. Der ist hart, Storm. Ich halte am Arsch. Was machst du denn da? Ah, ich hasse das. Ich hasse Bogenschießen teilweise. Ich hasse Bogenschießen. Die Schweine sind in der Schmiede. Wir Mongolen sind in der Schmiede. Wir müssen was tun. Oh, fuck, Hunde. Herr Wurst, bin Wurst. Heil dich doch! Ich kann mich nicht heilen. Ich kann mich nicht heilen, ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ja, brauche ich auch. Scheiße, ich hasse es. Oh. Ja, ich brauche Hilfe. Das Geile ist, Yuna hält auch gar nichts aus, ne? Die hält nichts aus. Zwei Schläge, die ist weg. Die Schweine sind in der Schmiede! Wir müssen sie töten! Mongolen sind in der Schmiede! Wir müssen was tun! There we go, bitch! Ja, ich hasse Bogenschießen, das kannst du vergessen. Wo ist hier irgendjemand? Ich glaube, jeden. Bitch, get the fuck off! Hey, über mir? Alter, wie viel hältst du denn aus, Alter, Monaco-Jung? Irgendwie über mir. Über mir. Da, hör auf. Ja, komm, hör auf, Alter. Ey! Ja, es ist Yuna gefallen. Ey, die hält doch nix aus, Mensch. Ja, ich bin alleine gegen alle. Also. Ich hätte auch fallen. Ich sehe gar nix. Ich hab kein Plan, wo ich das bin. Ja, komm, hör auf! Es ist ja auch wieder OP, er leckt mich am Arsch, Mensch. Das ist doch wieder crazy. Das ist doch crazy. Oh, Leute, was ist denn hier los? Ja, Jonas fällt sich. Das Problem ist bei Jonas, sie fällt mir zu schnell, als dass sie mir irgendwie nützen wird. Das ist das größte Problem. Ja, bitte, Yuna, mach irgendwas. Bitte, Yuna, mach irgendwas. Please. Bogenschützen! Sie umzingeln die Schmiede! Wir müssen sie töten! Dieser Plan war auch so dumm. Hä? Ich hab keinen Plan, wo was ist. Hä, wo ist wer?
Siebzige Dosho! Dosho! Achso, du gehörst zu mir, sehr gut. Dosho! Das ist Juno. Scheiß Bastard. Was passiert? Was ist los? Nein, bitte. Ich habe nichts getan. Lasst mich, bitte. Man hält das immer noch aus. Das war nicht euer Ernst. Fuck off, bitte. In den Dosen! Hab Gnade! Nicht! Was ist Betty? Scheiß Hunde. Bleib da, du Vollpelz. Warte, was ist denn da wieder los? Gib mir einen Kuh neu. Bitte, meine Tochter braucht mich. Da ist gar nichts. Was ist los hier? In Harwakben! Ich tue alles! Bitte, ich brauche Hilfe! So, warte mal. Ich muss mir die Lage mal selbst angucken. Hä? Ich verstehe jetzt gerade nicht, was die Situation ist. Dann. Was ist Betty? Wen? Okay. Was zur Hölle? Und die das Spiel? Dosho! Kulken! Dosho! Dosho! Ich hasse Bogenschießen, das kannst du vergessen. Was ist Betty? Bogenschießen könnt ihr vergessen, was ist. There we go. Ich habe noch keinen Samurai so kämpfen sehen. Das war gar nichts. Ich kann es eigentlich besser. Du bist mehr als ein Samurai. Er ist ein rachgieriger Geist, dem Grab entstiegen, um die Mongolen zu töten. Der Geist. Wo verstecken wir uns? Gar nicht. Befeuert eure Schmiede und fertigt wieder starke Kummer zu Waffen an. So schlagen wir zurück. So retten wir Fürst Shimura. Ach, gieriger Geist. Ihnen hat's gefallen. Hammer und Schmiedefeuer. Boah, war schwierig. Ah, ist echt schwierig.
Weil Yuna mega schnell gefallen ist. Ich habe 3 Punkte. Mal gucken, was ich daraus mache. Burg Kaneda. Ich las, die Samurai folgen einem Weg der Ehre. Nur einer der vielen Unterschiede zwischen uns. Warum finden dann meine Männer ihre Brüder rücklings erstochen auf? Fürst Sakaid würde nie zu solchen Taktiken greifen. Krieg bringt unser wahres Ich hervor. Er machte euch zum Hund, der auf Befehl eures Vetters Kublai vergewaltigt, raubt und plündert. Euer Neffe weicht vom Pfad des Kriegers ab. Er wird zu dem, was ihr hasst. Außer ihr schließt euch meinem Kampf für den Frieden an. Ihr wollt keine Verbündeten. Ihr wollt Soldaten, um den Shogun zu stürzen. Überlegt es euch. Helft eurem Neffen, seine Ehre wiederherzustellen, bevor seine Feigheit zu weit geht. Und bevor ich euch seinen Kopf bringe. Ich kann meinen Onkel erst befreien, wenn Taka sein Werk vollendet hat. Mal sehen, ob Yuna etwas Neues weiß. Wir gucken erstmal kurz, was wir mit diesen 3 Punkten ansteuern können. Wir können also nichts verbessern, Stand jetzt. Denn uns fehlt Eisen. Das ist ärgerlich. Eisen? Ja. Okay. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Das definitiv. Ich habe die Schnauze voll davon. Erhalte durch Parieren oder perfekte Parade mit der mittleren Entschlossenheit. Angriffe mit blauen schimmernden Linien können pariert werden. Perfektes Ausweichen. Konzentration. Du siehst eine blinkende Aura. Okay, kann ich sowieso nicht einsetzen, um das Ziel eines Attentats. Okay. So. Da ist eine Blume. Jetzt machen wir was. Wow. Okay, got it. Der Himmelsschlag kann ich auch mal machen. Aber ich bin gerade hier in der Nähe. Warum soll ich was anderes tun als das? Verbreitest du wieder Geschichten? Ich sage ihnen nur, was sie hören wollen. Manche von ihnen nennen dich den Geist. Nachdem du sie auf die Idee gebracht hast. Der Grund, dass diese Menschen bleiben, ist ihr Glaube an dich. Ihr Glaube gebührt den Samurai. Für sie bist du beides.
Wenn Fürst Shimura frei ist, müssen sie nicht mehr an Volksmärchen glauben. Mag sein. Taka müht sich mit deinem Auftrag ab. Er will dich nicht enttäuschen. Mal sehen, wie er vorankommt. Jo, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Reise mit Yuna zur Schmiede. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich gerade in diesem Projekt bin. Hälfte? Du hast Krieger gesucht, um deinen Onkel zu retten. Hattest du Glück? Ein bisschen. Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi leben noch. Sie haben eigene Sorgen, doch wenn es soweit ist, wollen sie mir helfen. Ein Bogenschütze und eine Adlige. Meinst du, das reicht? Ich habe auch die Strohhutronin angeheuert. Ihr neuer Anführer ist ein alter Freund von mir. Tja, klingt so, als hättest du genug Hilfe. Hilfst du uns? Ich weiß nicht. Was soll das denn heißen? Kann uns hier jemand helfen? Ja, ich. Geh du zu Taka. Wir sehen uns später. Mein Herr, ich bin gerade fertig. Schön. Danke für eure Geduld, mein Herr. Ein Eisenhaken, an dem ich ein Seil befestigt habe. Damit könnt ihr Mauern erklimmen. Euch über etwas schwingen. Trägt er mein Gewicht? Ich habe es selbst ausprobiert. Ich nenne ihn Kaginawa. Perfekt. Ich stehe in eurer Schuld. Nein. Er ist ein Geschenk. Ich habe meine Schwester, mein Heim, mein Leben. Das reicht. Danke, Taka. Jin! Wo bist du? Das klingt ja, so? Nicht gut. Jin! Jin Sakai! Hat jemand einen Samurai gesehen? Ich weiß, du bist hier! Was gibt's? Ich hab dich überall gesucht. Die Mongolen haben meine besten Kämpfer. Ich brauche sie für die Rettung von Fürst Shimura. Jin, wenn wir nichts tun, sind meine Männer tot. Und dein Onkel bleibt in Gefangenschaft. Wo sind sie? In Käfigen, nahe vor Yatate. Gut, Ryoso. Mal sehen, was wir tun können. Der Eisenhaken. Du sagtest, sie sind in Käfigen bei Fort Yatate. Wo genau? Die Käfige sind genau gesagt im Fort. Oben auf einer Klippe. Wie sollen wir deine Leute von dort aus befreien? Ein paar meiner Männer wurden nicht gefasst. Sie warten bei einer Kreuzung in der Nähe. Wir brauchen ihre Schwerter. Geh du vor. Wie wurden deine Männer erwischt? Du hast mir doch eine Karte gegeben. Die mit den Nachschublinien der Mongolen? Habt ihr Essen gefunden? Ja. Sehr gut bewachtes Essen. So viele Wachen für deine besten Männer? Die dreckigen Hunde haben uns völlig überrumpelt. Ich bin selbst nur knapp entkommen. Sicher, dass deine Männer noch leben? Ich habe sie letzte Nacht singen gehört. Und die Mongolen haben sie das tun lassen? Scheint so. Seid ihr gute Sänger? Ist vielleicht angenehmer als Söldneraufträge. Ich wollte dieses Leben nicht. Aber ich hatte keine Wahl nach dem Duell. Oh, bei Fürst Nagaos Turnier. Wir haben nie darüber geredet. Vor dem Kampf hatte ich Kommandanten aller Clans eingeladen. Du gingst auf mich los, als wäre ich dein Todfeind. Hast mir fast den Arm gebrochen. Tut mir leid. Es war mein erstes Turnier. Die Aufregung war zu viel für mich. Natürlich war sie das. Jeder Samurai der Insel wollte den Neffen des Shito treffen. So habe ich das nie gesehen. Du wurdest als Fürst Sakai geboren. Das Turnier war meine Chance, mir einen Namen zu machen. Einem Fürsten zu dienen. Samurai zu werden. Wärst du nur zu mir gekommen, ich hätte dich angestellt. Weil das sonst niemand hätte? Nein. Ich musste mich selbst beweisen. Hättest du das nur früher erzählt? Hätte ich vielleicht tun sollen. Jemand in Komatsu nannte dich der Geist. War Fürst Sakai nicht mehr gut genug? Und wenn? Angst, ich werde berühmter als du? Hoffentlich finde ich da ein bisschen Eisen, wenn wir fertig sind. Dann muss ich gucken, wo nächstes mongolisches Lager ist.
Wo sind Hiro und Jinzo? Sie sind weg. Und sie kommen nicht wieder. Feiglinge! Laufen fort. Nach allem, was ich für sie getan habe. Es sind genug zur Rettung deiner Männer. Es stand schon schlechter. Ich verlor Männer an Mongolen. Krankheiten. Hunger. Aber das noch nie. Sie sind schwach. Das ist nicht deine Schuld. Will uns noch jemand verlassen? Es wird bald dunkel. Sollen wir nach Fort Yatate reiten? Überlegen wir uns unterwegs, wie wir sie befreien. Strohhüte! Reitet! Ah, wir kriegen ja schon hin. Irgendwie wird das schon klappen. Vor Yatate. Da halten die Mistkerle meine Leute gefangen. Wie ist dein Rettungsplan? Mein Plan? Du hast uns auf dieses Mongolenschiff gebracht. Es gibt nur einen Weg ins Fort und der wird schwer bewacht sein. Ich muss da reinkommen und zwar unentdeckt. Die Klippen hinter dem Fort werden nicht bewacht. Ich klettere hinauf und über die Mauer. Wie? Bist du halb Affe? Hey, hier lang! Ich habe eine Geheimwaffe. Ich befreie deine Leute. Wenn sie bei mir sind, löse ich einen Alarm aus. Dann reitest du hinein. Und tötest die Mongolen zwischen uns. Ah, ich wusste, du hast einen Plan. Hab ich Handy, nehme ich immer. Auf dieser Seite komme ich die Klippe hoch. Bleib versteckt, bis du mein Signal siehst. Viel Glück. Fall nicht runter. Los, auf geht's. So weit zum hier. Springen. Aber Taka meinte, sein Haken trägt mein Gewicht. Springe und drücke R2. Ups. Es klappt. Okay, dann bin ich hier. Das muss ich mir kurz selbst überlegen. Ich habe gerade nämlich gar keinen Plan. Echt hier runterspringen? Okay, warte mal. Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Ja, wieso soll ich denn runtergehen? Ah, so. Langsam mag ich den Haken. Dann hier durch. Und dann. Darüber sollte ich mich schwingen können. Ein Scherz. Gott sei Dank. Springen und drücke R2, um. Okay, alles klar. Nein! Aber warum? Aber warum, ist die Frage. Hopp.
Darüber sollte ich mich schwingen können. Okay, wartet mal. So, das schaffe ich vielleicht im ersten Anlauf gar nicht. Warte, warte, mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Sehr gut. Und jetzt? Okay. Hä? Taka, du hast was gut. Hä? Okay. Tada! Ich muss Ryosos Männer finden. Die singen tatsächlich. Die Käfige sind wohl übers Fort verteilt. Ich sehe nichts aus und nicht zu niemanden aus diesen Typen da oben. Da hinten ist glaube ich einer, kann es sein? Ich muss das mal hier runter. Okay, jetzt höre ich ein paar Stimmen. Da zum Beispiel ist einer. Ach, ist ein Kunai. Ich hab gedacht, es wäre Eisen gewesen. Ich habe wieder eine Vorräte. Ist da jemand drin? Oh, Scheiße. Warte, man kann mir jetzt nicht helfen. Hinten im Hotel so. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Ich guck erst von oben aus an. Hä?
hab ihn nicht gesehen. Der Bär hat mir sehr, sehr geholfen. Sind es denn überhaupt seine Leute schon? Ich habe keine Ahnung. Ja, es scheint so, dass das seine Leute sind. Ah, ich hab gar keinen. Wie, ich kann Angriffe gegen drei Leute abwehren. Scheiße. Sie töten mich! Bitte! Hilfe! Da kann ich jetzt nicht drüber retten. Sie töten mich! Bitte! Hilfe! Sie töten mich! Bitte! Nix, Alter. Das ist kein Plan, wo ich bin. Sind zwei Leute schon gefallen, Digga. Die töten mich! Es geht noch weiter! Ich hab keine Utility mehr. Sie töten mich! Bitte! Ja, übertreib doch nicht! Alter, übertreiben das auch! Das ist krass! Alter, mit so einer Axt kann ich ja gar nichts gegen machen. So, wartet mal. Ich habe auch nicht gedacht, dass er mich sieht. Ich habe auch nicht gedacht, dass er sich im perfekten Moment umdreht. Sehr gut. Aber jetzt wieder mal ein bisschen von vorne. Scheiße, von wo denn jetzt? Ja, falsch. Falsch gemacht von mir. Völlig falsch gemacht von mir. Völlig falsch gemacht. Völlig falsch gemacht von mir. Scheiße. Der Bär ist weg oder was? Ach komm hier auf. Der Mund bei Starla. Er schickt mich. Ich wusste, er verlässt uns nicht. Wie können die Angriffe von drei Gegnern gleichzeitig abwehren? Ich verstehe das nicht. Nicht, weil ich kann sowas. Das lässt du sein.
Nun beißt er. Das ist crazy, das ist so fucking crazy. Das ist so fucking crazy. Weg! Ich hab keinen Plan, wo ich bin. Sie töten mich! Bitte! Das ist so fucking crazy. Sie töten mich! Bitte! Versuch den zu befreien, ich weiß nur nicht wie. Ich tun ja gar nichts. Die töten mich! Bitte! Wie könnt ihr Angriff überleben von drei Leuten? Ich schaff den nicht zu befreien. Sie töten mich! Bitte! Ich krieg da nicht, ich komm da nicht durch! What the fuck? Jesus Christ! How the fuck do you do that? Die werden Angriffe ab von drei Leuten und er ist alleine und der ist so scheißegal, no problem. What the fuck? Really? So, ich hab 2 von 6 gerade mal. Ach, Hochbomben ist voll. Kunai? Ich hab gar nichts, muss mich jetzt komplett anschleichen. Alter, aber wie schafft man das? Angriffe von gleich 3 Leuten abzuwehren. Das ist fucking hideous. Das ist gar nichts. Einfach will das sowieso nicht. Was passiert? Wie haben das denn jetzt gerade realisiert? Warte mal, wo gehst du hin? Hilfe! Hilfe! Das ist crazy, das ist so fucking crazy. Alter, ich kann dieser Attacke nicht mehr ausweichen! Das ist so fucking crazy, Alter. Das ist so fucking crazy. Ey. Bitte. Das ist so ridiculous, ehrlich. Ich komme ohne Scheiß. Ich kann das nicht abwehren. Was soll ich machen? Das ist fucking hideous. Halt die Klappe da. Ich bin mir echt genervt gerade. Kann doch nicht sein, Alter. Ich werde von überall gesehen. Das passiert, das geht nicht. Wer ist Son of a Budget? Warte mal, hä? Warum bist du jetzt da drunter? Ist irgendwie eine andere Möglichkeit, das zu lösen? Der geht jetzt weg. Geh
mit das. Das ist so fucking annoying, ehrlich. Das Geile ist ja, warum ist der Bär eigentlich nicht mehr da? Also das, was ich mich frage, wieso der Bär auf einmal nicht mehr da ist. Also Käfig auf ist es ja auch scheißegal, ne? Der Mund bei Starfla. Hingigo Harwo. Enter Samurai Wasata. Aschna Türdi. Ямар нэг юм харв уу? Юм алгаа. Явж ханч. Гэтэ бол хомч да. Дараа мултар чадахгүй. Was ich machen muss, ich muss die fertig machen, und zwar in Ruhe. Дүүж байна уу? Би бас авчихлаа. Ой, өнөө. Хайз их клапа. Das ist jetzt der beste Anlauf, den ich gerade habe. Das might be the best one überhaupt. So, jetzt machen wir das hier ein bisschen leiser. Wieso ist der Bär eigentlich tot? Keine Ahnung. Eigentlich sollte der Bär gar nicht tot sein. Was habe ich jetzt eigentlich alles? Attentat ist ja auch scheißegal, ne? Attentat, scheißegal. Nee. Alter, machst du jetzt einen auf dem Wendler oder was? Okay, wartet mal. Ne, warte. Hier haben wir alle geholt, ne? Alright. Huh.
Monster, Kai. Euch geht es gut. Ja, jetzt schon. Was? Wie? Macht euch kampfbereit. Geht voran. Einer weniger ist für mich einer weniger. Wir schaffen das. There we go, bitch. Fuck out of here. Sind das nicht alle? Halt die Klappe. Was passiert? Gib mir Leder. Oh, ich muss aufpassen gegen ihn. Sehr gut. Jetzt den Alarm aus, bis Andrioso kommt. Sehr gut, Jungs. Kann ich ein bisschen chillen wenigstens. Okay, das Ding, hier ist ein Bär drin. Es ist auch zu spät. Das ist ein bisschen zu spät. Scheiße, ich bin wieder zu versetzt. Sie töten mich! Bitte! Scheiße, warte, ich weiß. Sie töten mich! Bitte! Das ist krass, Alter, das ist heftig.
Haben wir noch den da vorne? Ja, mach mal fertig. Was ist denn da? Also wird er denn jetzt jeden Angriff ab, Alter? Auf Ryuzo! Ja! Ich wusste, ihr vergesst uns nicht. Ich verstehe nicht, wie die ab und zu jeden Angriff blocken können, aber jeden Angriff, scheißegal, was du tust. Wir haben gewettet, weil ihr uns befreien würdet. Ich hab verloren. Hoffentlich habt ihr Sake dabei. Das wirst du nicht glauben. Ja! Das ergibt keinen Sinn. Was ist denn? Die Mongolen haben meine Männer verschont und sie verpflegt. Mit gutem Essen sogar. Jetzt wundert mich auch ihr Gesang nicht mehr. Sei doch einfach froh, dass sie gesund sind. Warum in aller Welt geben die Mongolen ihnen Essen? Vielleicht wollten sie eine Gegenleistung. Danke, Jin. Meine Männer. Ich hab nur sie. Boah, das war schwierig. Aber wir haben es geschafft, irgendwie. Also gut, Männer. Auf die Pferde! Ich muss zu Yuna in Komatsu. Maximale Gesundheit hat sich erhöht. I like it. Windglocke, drück L2 mit M1. Nein, das ist scheiße. Tee auf einem Päckchen Schwarzpulver. Es bleibt kleben, wo ich es hinwerfe. Kein Entkommen vor der Explosion. Kann ich lieber das machen? Ich habe 0 Punkte. Halte R2 gedrückt und wähle deine Geistwaffe. So, was ich jetzt mache, ich schaue mich hier ein bisschen um. Dann mache ich mal ein Fallback, liebe Leute, bis dahin. Haut rein. Oh, ich habe Eisen, sehr gut. Haut rein und tschüss.